Allzeit Freunde und willkommen bei Max Beatshop. So, wir sind immer noch bei Rufen und Peter arbeiten und ich stehe daneben in Energy und laber meine Kamera. Fakt auf jeden Fall ist, es geht hier immer noch den UNO, er läuft immer noch nicht. Elektroproblem vor dem Herrn. Wackelst du am Atombrett, am Sicherungskasten? Geht's aus? Welchen Schlitz willst du denn haben? Mein? Hinten drin? Nee, willst du? Ah. Aber es ist was Neues, ne? Jetzt glimmt aber nur die Dingsenleuchte, die Uhrleuchte. Vorhin hat alles so ein bisschen geglimmt. Hier, irgendwas ist hier auf jeden Fall. Das ist ganz komisch. Das ist für mich auch eine Massebrücke, die einfach hier irgendwo. Das ist ein italienischer Lauffrosch. Guck mal, glimmt da eine Lampe? Nee, ja. Ja. Jetzt? Immer noch. Ja. Ja? Immer noch, hört nicht auf. Ich schätze mal, wenn du die Sicherung vom Motor rausziehst. Jetzt ist es aus. Wenn du das Relais rausnimmst, ja. Strippen-Relais, ja. Soll ich mal ein ähnliches Relais suchen? Ich habe eine riesengroße Relaiskiste. Einfach mal so ein Dreipunkt-Relais wie das. Ein einfaches Strippen-Relais. Meistens aber Blinker. Haben die überhaupt das richtige Pumpen-Relais? An, aus. Also ich sage euch, das Original-Relais für das Auto kostet 80 Euro. 49A. Hier ist der. Kann Ruben nicht mal ein bisschen mehr Platz machen, der sitzt wirklich heute dahin. Ja, das ist halt. Aber er hat schon schlimmeren Autos gelegen. Er hat schon in Autos gelegen, so wie jetzt und gebraten. Ja. Aber bisher ist die Funzel noch an, also er hat sich nichts geändert. Ich hatte Bescheid, wenn es ausgeht. Aber die Brücke sieht interessant aus da vorne, die eine, ne? Die hier? Ja. Ja, Mann, das sieht aus wie ein Masse für mich. Der müsste aber eigentlich in der Karosse sitzen, oder nicht? Ja, eigentlich schon. Wieso hängt er denn da so komisch rum? Ja, sieht ja so aus wie so ein Hauptmastepunkt, der Karotte festgeschraubt ist. Und der bommelt da irgendwo. Deswegen habe ich den gerade mal Masse gehalten. Und da kann man auch nichts, sagst du. Das sieht eher nach Antenne aus. Das ist doch keine Antenne. Nee, doch nicht. Das ist eine Zentralmasse. Das soll ja so eine Drehdinger werden. Das ist eine gucke hier Zentralmasse. Das ist ein Relais hier. Wir können ja froh sein, dass da nicht so eine S-Klasse ist oder eben nur 1000 Steuergeräte, sondern einfach nur so ein UNO. Ich wollte gerade sagen, was hat der an Steuergeräten? Nix. Eins. Für den Motor. Na, ist schicker reißen. Stromglas grüßen. Ja, das ist irgendwas guckig, ne? Auf jeden Fall. Irgendwas ist da nicht ganz so geil. Genau, irgendwas ist da. Das Massekabel ist ja was da geschmolzen. Wird wahrscheinlich zu 80% E-Massefehler sein. Wahrscheinlich wird das nicht mehr sein, weil es ist der Klassiker. Lampe glimmt irgendwie meistens Masse. Ne? Ja, irgendwo. Und die Masseleitung oder die Leitung, die da ist, ist so voll durch. Wollen wir mal dieses Zentralmasse-Ding einfach mal so ein Kabel daran gurken, dass wir im Kofferraum liegen haben, einfach mal irgendwo an links legen? Ist aus. Was hast du jetzt gemacht? Nichts. Gar nichts gemacht. Ich hab hier. Ich schraub nee. Rein. Ach, der. Hast du die Batterie abgemacht? Mal wieder rein. Nee, der ist da gar nicht bei. Mach mal wieder rein. Hä? Das Massekabel von der Batterie. Wie? Ist er angeranzt oder was? Ja gut, das hat aber da nichts mit zu tun, er startet ja wenigstens. Alter, wie geil. So viele Leute sitzen in so einem kleinen Fiat Uno. Ja, aber warte mal, es hat geklackt, die Lampe ist ausgegangen. Ja, das sah gut aus. Das sah sehr gut aus. Und wenn du die Schraube jetzt wieder reindrehst, dann hier geht die nicht wieder. Ne, ich habe die Schraube schon wieder drin. Oder ist da drunter, dass das Kabel durchgebohrt haben? Ja, innenlicht geht aber auch wieder, ne? Ja. Also, wenn er zum Innenlicht gehen würde, dann könnte der Wagen Pokal gewinnen, so gut funktioniert das. Habe ich auch gerade gedacht, weil gerade dass sie hier die Kabel mit den Schrauben, die sie hier reingedreht haben. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der Benzinpumpenkabel da lang führt. Ja, ja. Oder unterm Sitz irgendwie im Fußraum. Das wäre mal ein großer Zufall. Ich hätte die Schraube rausgeguckt, ob da ein Kabel drunter liegt. War irgendwie eins. Ey, das ist doch Fahrrad, ist das doch. Das ist doch unglaublich. Weil er hat hier die Schraube rausgeklackt. Ja, deswegen hat die Schraube gelöst und dann plötzlich war Klick. Nee, er war aber vorne auch an die Masse. Ja, hier ist auch. Stimmt, der war ja auch noch bei, hast recht. Ja, hier liegt. Und das könnte ein Massefehler sein, wegen dieser. Also hier liegt auch kein Kabel. Ist kein Kabel drin, gut, dann liegt es daran nicht, aber ein Zufall. Dann war es vorne an der Batterie. Ja, kann sein, dass das drin zur Hauptkarosse das durch, dass er da nicht richtig Kontakt hat. Ja, wo geht denn die Hauptmasse hin? Die geht da unten ran, geht dann da an die Karosse. Und dann ans Getriebe, über den Motor. Eigentlich ist ja Motor festgemacht am besten, ne? Ach, Getriebe ist hier dran, okay, geht's ja noch. Aber im Prinzip habe ich meinen anderen Fehler gemacht. Da habe ich an die Karosse gelegt.
Ging jahrelang gut, aber irgendwann ist das ein bisschen verrostet und dann ging es gar nicht mehr. Jetzt habe ich da Lautsprecherkabel angeguckt. Jetzt ist die Öllampe auch wieder an. Ja? Ja. Hier ist der Zentralmasse, guck mal. Guck mal, und die sieht genauso aus, ja, wie die drin ist. Ja, und total angeranzt. Guck mal den Kontakt von der Kabel an. Ja, die haben sie gefettet. Nimm mal 80er Schmirgelpapier, mach die mal richtig schön sauber. Ich kann sagen. Öllampe ist an. Das ist schon sehr spannend hier, ne? Das ist nicht sehr. Das sieht aus wie ein großer Massefehler. Ne? Gib mir ein bisschen Schleifpapier. Alter, wir wären noch nicht mal von hier bis zum Dorf gekommen, der unbegrenzte Möglichkeit. Alter, keine Chance. Wir wären nicht mal von hier bis zur Straße gekommen. Nein. So gesehen, kurz vor dem Tor aus. Da muss er gleich beweisen. Muss er. Der muss das Tor schaffen. Aber wenigstens war das nicht so weit, dass er nicht so weit schieben musste. Aber er lief jetzt ja noch. Ich war doch mal mit dem Mobil mit meiner runtergefahren, die Straße. Und da habe ich einen Gasklemmer gehabt. Das ist das originale Auto für Marco. Ist so. Das ist so ein richtiges Degenhardt-Mobil. Da wird ist mein Degenhardt. Das passt ganz gut. Das anliefert für den Gockel. Ne, das ist dann nichts. Zum Entschleunigen. Scheiß auf Pirelli und GTI, das ist ein Auto. Ja, sag ihm mal, ich tausch. Ja. Bastelt danach, aber der Haken sagen, so weit fähig gemacht, rumwerfen. Dann holen wir dir gleich einen Turbo. Genau. Den gab's jetzt ohne Turbo, ne? Ja, aber das Ding hat doch keine Leistung. Oder? Aber Lagerdruck, kannst du ja hören. Ja, aber oh Gott, mein Fahrrad hat mehr Reifendruck. Achso, vollkommen. Ach komm, im Uno-Fahrrad. Zum Reifenabbrennen reicht das bei den 155er. Ja, nicht so ein kleiner Scheiß, das ist auch kein Corsa. Mhm. Corsa A, das ist halt ein bisschen weniger. Ja, guck mal hier, wenn er da drin da fummelt, dann innen liegt, klingt lang. Ausatmen, aus, Disco. Hanna macht schon Palle da drin. Und das auch das Relais, was geklickt. Ja, weil der Masse fehlt. Ich weiß nicht, was Hanna heute hat, aber ratzifatzi, bist du 2 Sekunden aus dem Kofferraum raus, bupp, ist wieder drin. Ja. Ja, die liegt im Kofferraum. Hanna ist ein Kofferraumkind. Nimm den großen. Welchen großen, die guck gerade. Aber weißt du, wo der Unterschied ist, dass sie da nie rein will, wenn da keiner was drin zu tun hat? Nur wenn man da richtig mit dem Kopf drin ist, der Schweiß, die schon im Popo läuft, dann muss sie mit am Start sein. Dann muss sie kuscheln. Ja, ganz eng. Hautkontakt am besten noch. Alles, was geht. Ja. Hey, ist gut, da hat sich ein Siegerfleck wieder gelöst. Ah, Mann, du. Ja, der kuscht da nicht mal richtig. Ja, ich hab den Fleck ein bisschen klein gemacht. Ja. Anders sind 3,16. Wenn jemand klopft, ne, dann weißt du Bescheid. Alter, das sind 3,16, wo soll der denn hinfliegen? Oh. Muss er doch auch nachgucken, ne? Und das ist ja ganz hell beige. Wenn der Wind gut kommt, dann geht er. Was? Hier drinnen noch fest? Dann ist ja keine Schraube rein. Hat er normal eine Schraube rein? Schau, so eine Spax von oben durch, war auch lustig. Von unten, von der Ecke. Ja, können wir machen. Ich habe mir den Fehler gemacht, ich habe den Wagen so oft geschoben, weil er nicht gelaufen ist. Ja, Stumpf hier rein. Da sitzen die Originalen nämlich auch verschraubt. Ach klar, komm, stimmt, hast recht. Hast recht, ein Test Lochbohren fertig ist. Und dann noch ein bisschen Kleber zwischenschmieren und so. Dann hält das für ewig. Ja, mache ich auch, hast du vollkommen recht. Hast komplett geklebt, ja. Die habe ich geklebt. Ja. Habe ich keinen großen herausgenommen. Hier hättest du im Endeffekt auch einen Schrauber rein. Der hat nämlich normalerweise originale Schraublöcher drin. Der ist normalerweise. Guck mal, die Batterie ist noch gut, noch ist Lampe angegangen. Die Leuchte gibt es dann auch nicht mehr. Nee, die hab ich weggeguckt, weil die war kaputt. Die war, ja, die war gebrochen. Beim TÜV heißt das dann, ja, die geht ja nicht. Die ist ja gar nicht vorhanden. Siehst du doch, die haben nicht da. Schwarzes Panzertape überlackiert. Besser geht's doch gar nicht. Ja, das ist die Heckleiste, die nicht mehr nicht richtig passt und funktioniert. Muss man mal nach Schweins Erben fahren die Tage mal. Gucken, ob ich einen Gummi kriege dafür. Irgendwie so ein flaches Gummi, mit der draufkleben kann. Hm? Den Riemen haben sie für dich auch da. Ja, ja, den breiten Riemen, den guten. Ja, auch den 7x10 haben sie da. Scheiße, hatte ich den Polo jetzt mal hier, der hat ja mal gezeigt, das Problem. Der steht ja in meiner Garage. Das steht doch gut, ne? Was ist das für eine Katze? Ich hab keine Katze. Wir haben Schnacken und haben Kesselkatzen jagen. Rufen liegt da nach unten drin. Hast du schon eine Spur, mein Hasi? Ich bin, ja, so halb. Halb haben wir dafür. Halb ist schon mal gut. Ja, halb ist fast gewonnen. Ne? Halb ist ja schon mal so, ich sag mal so fast schon ein Auto. Das ist alles schon spezial, nicht? Und das auch schon Spur. Das ist auch schon so selber gegurkt und eben. Da haben sie irgendwo Plus abgeholt. Ja. Plus Minus abgeholt. Da könnte für einen Zigarettenanzünder gewesen sein, Nachricht oder sowas. Oder vielleicht hat er original kein Radio gehabt, das hat er dann nachgerostet, kann ich mir auch vorstellen. Ja, das ist ein schönes hier aus dem Polo 2. Hab ich auch zwei von auf Lager, das ist die schönsten. Mit diesen roten Streifen, die sehen richtig edel aus, aber die haben keine Kassette. Radio drin. Kann keiner sagen, wenn sie ein Auto kaufen, ist kein Radio. Genau. Musst du hier mit einem FM-Transmitter machen? Das ist auch ganz geil. Ja, ich habe extra ein ganz kleines Radio geguckt. Wenn ich das Auto kaufen gehe, dann habe ich schon ganz kurzes. Ohne CD, ohne alles. Nur mit USB. Frei. Da passt in jedes Fach rein. Fertig ist. Hast scheiß Kabelsalat da nicht hinter. Letztes Auto, Hanna hilft. Hast du ein Radio? Ja, hier. Stopp da so rein. Könnte ich, ja.
Die kurzen sind nicht schlecht. Die, der China, die Dinger. Aber letztens ist fast das Abgefackel bei mir im Auto. Im Pontiac. Dieses möchte gerne alte, alter Schwede. Komplett hinten verschmort gewesen, das Ding. Hey, verschenkt. Was willst du auch nicht? Fackelt. Ja, fand ich auf Dauerabschluss. Nicht mehr wieder. Ja, jetzt zieht lieber hier hin, ja, du hast sowieso einen Verschleiß, ne? Ja, erstmal, das heißt, der zieht uns zweitens schmoren das Radio auf Dauerabschluss, ist eh scheiße. Guck mal, das ist übrigens, kennst du schon den Doppelsicherungsadapter? Der kann am meisten. Ich steck's einfach ineinander. Ach so, ja. Sucht er sich den Weg des direkten Widerstandes. Die Katze ist hier drin? Komm, ja, den müssen wir jetzt gucken. Na komm, erstmal die Katze. Erstmal gucken, wie die drauf ist. Da, hinten ist sie. Hinten beim Regal. Läuft gerade rechts. Scheiße, und hier gibt es so viele Wege für Katzen. Ja, da läuft sie. Hallo, wo Katze. Wer bist du? Komm mal her. Ja, ist. Die ist sogar noch freundlich. Die habe ich sogar als vierte Katze. Ja? Ja. Wo kommst denn du weg? Die ist ja. Das ist noch so eine. Ja. Ah, fand ich ja noch so eine Edelperser, würde ich mal den buschigen Schwanz, ne? Ich glaub, alles, was geht. Ich glaube. Du, hier, jetzt läuft er. Aber wie hast du das gemacht? Masse kommt dann raus. Kommt Öl raus. Einfach nur Massefüller. Ja. Das ist ja ekelig. Ja, wenn er vorne vom Hauptsteiger geht, vom Motorsteiger geht, kann der Puls frei und will. Ja, geil. Einfach Massefüller, einfach Alter. Und das ist übrigens das, was die modernen Autos irgendwann killen wird. Müssen aufpassen, dass die Katze nicht in die Harry-Falle rennt, danach geht die wirklich verloren. Ja klar. Weil da ganz viele Sachen sind. Und deswegen steht die Tür zu. Ja, dann hauen wir nachher ab und die Katze ist gefangen. Du kannst nicht wieder rauslaufen. Schatzi, hast du gut gemacht. Geil, ne? Ja, hundertprozentig. Was meinst du, wie weit kommen wir jetzt? 150 Meter. Komm, bis zum Tor müssen wir uns umdrehen. Quasi. Jetzt fahren wir. Wir machen das. Muss. Eigentlich ist ja alle guten Dinge sind drei, ne? Da ist die Starthilfe für die Benzinpumpe. Der blinde Passagier. Na, aber ohne Bier diesmal. Ohne Malzbier. Ja, weil sonst schütze ich das auch. Ist auch tüffig. Hey, drück mal die Kurve um, ist auch ruhiger. Ausdrücklagerplatz. Ja. Stimmt. Hast recht. Ausdrücklagerplatz. Hört sich ein bisschen sportlicher an, ne? Ja, so ein bisschen klappern. Das tut doch nicht weh. Das muss laufen jetzt, das Ding. Ja, sonst ist das dein Geld nicht wert. Nein, das ist so, das hat nichts gekostet. 20 Euro, Benzinpumpe. Der war windig, ne? Ja, der hat richtig Benzin jetzt. So, müssen wir nur wieder umdrehen. Wegen den Kennzeichen? Wir keine Kennzeichen mehr haben, ne? Komm, mein Harry mal ist hier, wo der hingepackt hat. Aber ohne rote Nummern sind da lange zwei Wochen. Mhm. Muss eigentlich mal eigene holen, ne? Ach, kostet man aber auch wieder ein Dusi. Ja, aber ist ein Dusi, der es wert ist. Da kann ich so viele Autos für abmelden. Ich mach mal so eine Probefahrt. Was ist das denn hier für ein spezieller Regler? Das ist eine gute Frage. Ist das vielleicht so ein Innenraumalarm oder so? Da sind zwei Kabel dran geguckt. Ach ne. Was ist das? Da gehört eigentlich nur eine Ablage unten drunter. Die gibt's nicht mehr, die wurde wegrationalisiert. Ey, der läuft noch. Wir sind bis zum Tor gefahren und zurück. Ja, Mann, der wird auch jetzt laufen. Lustig wäre es, wenn wir einen Roadtrip machen würden. Direkt so wie es ist, so die Keller voll mit Scheiß schmeißen und direkt losfahren, Evo Kroatien oder sowas. Das wäre wieder genau unser Ding. Ja? Das ist so, aber noch läuft er. Reservelampe blinkt auch meistens. Sportlich. Ungeschluckt den Rachen runter. Mit tränenden Augen. Oh, und ich bin dann gegen die Rückbank gegangen. Wenn du eine Luftröhre in der Hand kann niemand verwehren. Ist so, schmeckt gut. Mein Leben ist vorbei. Und Hannah, währenddessen liegt da hinten drin und lebt ihr Leben. Wollen wir den mal warm laufen lassen? Meinst du, der explodiert, wenn wir ihn warm laufen lassen? Mich würde das interessieren, ob der Lüfter anspringt. Deswegen, lass ihn mal warm laufen lassen. Aber wenn er warm läuft, ist er ab jetzt fahrbereit und dann kann man da mal ein paar Wunderbar-Runde noch mal rannageln. Dann würde ich mal die Bremse mal einbremsen. Und dann kommt jetzt noch ein Kollege, ein Aufbereiter. Ein Kollege. Die Ruhrgebiete voraus, der wollte vorbeikommen und wollte dieses Auto tatsächlich aufpolieren. Und dann sieht er aus wie neu.
Und dann kann man den wirklich dann in der Ecke stellen und daraus einen Oldtimer machen, weißt du? Hätte er verdient, weil wegen selten. Wenn sie dir hier die Ecke geben würde, vielleicht nicht. Aber so was selten im Oldtimer hat ja nicht jeder so ein Uno. Aber er läuft. Klar. Ist so. Hauber auf, laufen lassen, bis er warm ist. Genau. Wasser und so alles drauf, hast du mal geguckt? Keine Ahnung. Papa. Jetzt hat keine Lampe an, oder? Lass dich raus, okay? Ich entriegel dir die Klappe, dass du wieder aufdrücken kannst, okay? So, noch Wasser drauf? Okay. Ja, das ist gut. Das beim Minimum irgendwas. Das geht sich ja nach raus, der Scheiß. Ist doch egal, mein Ausrutlager. Was soll denn passieren? Ich hab schon ausgesehen, die klang jahrelang so. Kannst du mit dem Maul zurück. Zehner Maul anstatt zurück. Das sieht mein Trabi, das geht genauso. Das sieht genauso aus. Du siehst doch gar keiner, der nicht mehr gut ist. Nö. Oder? Das, was ich auch sexy finde, diese gelbe Abdeckung. Die richtig drauf ist. Pass auf, dass du jetzt keinen Fehler machst, Alter. Wenn du jetzt einen Fehler machst, ist das Ding am Arsch. Alter, guck mal die Dichtmasse an. Einmal entweder Ding in den Arsch oder meine Pfoten in den Arsch. Hau den da mal wieder richtig drauf. Schmal geworden, würde ich sagen. Oder sind die so? Der ist doch schmal. Ja, das ist ja wegen der Umlenkrolle. Ey, der ist auch noch weich. Drück mal drauf. Der ist vom Phoebe. Ja, lass den da besser drauf. Ich habe gerade echt gerade gedacht, ich habe ihn ausgemacht, den Motor mit den Zahnriemen. Ne? Das ist gerade voll den Schreck eingejagt. Alle sagen sie mir, passt bloß auf, ne? Aber die Schraube, die ist überhaupt. Ja, beiden Seiten abgerissen. Ja. Ey, vor allem ist der Zahn. Guck mal, wie schnell der gewechselt ist. Guck dir mal an. Du hast nicht mehr eine Motorhaube runter, die hier vorhängt. Stunde. Stunde? Du brauchst nur den. Nee, mit dem Dings, ne? Hasi, du brauchst nur den Deckel abschrauben. Ja, das muss man nehmen. Lass ihn mal warm laufen. Mal gucken, wie sich nachher verhält. Aber wie die Pumpe läuft schon mal. Das siehst du doch geil. Ah! Das ist auch von der Heizung, glaube ich. Da sieht man ja auch ein aufgebürdete Ding. Ärgerlich. Da musst du hier das Ding drauf machen. Ja! Deine Superblende. Wie ein Blendmobil, so ein Doppelrohr. Ja. Ich will das Öl. Das Wasser. Kondenswasser. Das Öl wäre nicht gut. Ja, das Öl wäre das Ding schon lange schrapp. Ekelig. Hast du gesehen? Kannst du trinken, das ist gut. So einen Film rausmachen, Black Water. Ja. Aber so richtig. Ich merke vielleicht bei euch, wenn das Ding warm gelaufen ist. Aber bisher sieht ja alles sehr, sehr gut aus. Ne? Wisst ihr, wenn der Motor Sprit kriegt, ist das scheinbar auch alles im grünen Bereich. Aber was meinst du, Hasi, zum Uno-Motorzustand? Der ist tipptopp, bis auf diese Scheiße, die er hatte. Aber gut, das war ein Problem, dass er der auch so nicht hingekriegt. Hast du ja gesehen. So. Das lag ja nicht nur an der Spritpumpe. Nein, das ist halt das Vitelle-Kabel Klaus. Masse Scheiße. Ist so. Aber habe ich damals am Porsche auch gehabt, am 924. Da hat damals jede Anzeige gesponnen in dem Auto. Und auch mit so Massekarussell drin, das gleiche Spiel, und dann hast du getauscht, aber gemacht ging wieder. Und jede zweite Woche muss er nochmal neu machen, weil es immer wieder angefangen hat zu gammeln, die Scheiße. Naja, ein bisschen abräumen. Ne? Aber Ass rein. Danke dir. Der Elan, der wäre ja nicht schlecht, der Henner. Ne? Also jeder andere ist schon lange aufgegeben. Ach nee, ich nicht. Ich hätte es in der Ecke gestellt, gesagt, oh, rufen kommt er nächstes Mal wieder. Du hast ja einen Fehler und dann musst du diesen Fehler erstmal versuchen zu analysieren. Alter, ich hab so viel Gurkenscheiße, ne? Ich könnte gleich weitermachen mit dem Corsa, da pisst der Sprit hinten so raus. So, da kommst du hier, hast du einmal an die Karre, hast du einen riesengroßen Sprit nach oder im Arsch. Ich hab nur so eine Scheiße. Jede Ecke! Aber du hast keinen Spritschlauch. Doch, hab ich. Universalen. Also auch. Aber muss man nicht jetzt gucken. Ist das scheiße. Wollte ich gerade sagen. Ja, mit dem wollen wir nach ASCII-Fan fahren. Weil ich würde dann Gurkenfahrwerk eingucken. Ja, so fährst du damit nicht. Nicht weit, ne? Aber er lief ja, ne? Das pisst nur da raus. Wenn es die Pumpe ist, gut. Ja, sowieso jetzt. Ab jetzt fängt er an, Nacken zu machen und zu zicken, weil jetzt ist der andere weg. Das ist der Klassiker im Leben. Ja, da brauchen wir ein paar Kilometer auf der Straße, aber jetzt ist es warm, ihr hört das? Der E-Lüfter läuft. Das heißt, der Wagen hat Betriebstemperatur. So ein bisschen Ausrutlager hört man auf jeden Fall. Das ist ein Mangel. Aber es ist ein Mangel, den ich nicht beheben würde, besser kaputt geht. Jetzt wird der Kamera eigentlich los. Besser so, wa? Was sonst? Dafür, dass der 5 Jahre lang gestanden hat in der Scheune, astreines Ding.
als mit einem Imbus in der Hand. Scheiß drauf. Immer gebraucht. Besser. Und heiß. Na klar, kalt kann er nicht verbrennen. Gut, Leute, wisst ihr Bescheid zu dem Thema hier UNO? UNO läuft jetzt wieder, dank meiner Hasis, ne? Ja, das war auch eine schwere Geburt, ne? Also alleine hätte ich 20 Jahre danach gelebt. Was sagst du? Ich hab gefilmt und ich hab begessen und ich hab getrunken. Alles für euch. Auf jeden Fall. Und ich hatte die Luftfilter wieder dran gebaut. Das stimmt, Mann. Die Schraube habe ich festgezogen. Und währenddessen hat er den Kofferraum gescheckt. Ja, läuft doch. Da willst du mehr. Läuft alles rein in die Kiste. Kannst du sagen, was du willst. Kannst du selber. Autobahn nicht fährt, ist dann gar nicht mehr. Ist so.